Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Es kocht Publikumsliebling Christian Göttfried von Essen, Trinken, Schlafen Göttfried in der Linzer Altstadt. Und heute hast du was mitgebracht, was deiner nordischen Seele total entspricht. Ja, absolut. Sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen, wir sind jetzt gerade in der Fastenzeit. Heute gibt es einen Skrei, den gibt es ja nur ganz selten. Den gibt es nur Februar, März, April. Was ist Skrei? Skrei ist ein Dorsch. Ganz normal, aber der lebt so weit unten, also fast auf 1000 Meter. Mhm. Und der kommt nur, wenn es kalt ist, an die Oberfläche und deswegen wird er dann dort abgefischt. Okay. Und wo? Nordsee. Also an der Nordsee, genau. Nordsee und an der nördlichen Ostsee, da gibt es am meisten von denen. Okay. Also von Norwegen, ober über Dänemark und einen Teil von der deutschen Küste. Und dann können wir schon loslegen. Bitte, ich werde da die, glaube ich, das da mal ein bisschen weg, da, die ist ja da hinten. Ja, genau, hinten, die vom Spinat, das Ding weg. Und ich fange jetzt einmal an ganz kurz mit unseren Kartoffeln. Ja, wie darf man denn den dann zubereiten? Da machen wir eine Kruste mit so Wasabi-Nüsse, Petersilie und ein bisschen, und ein bisschen Brot. Mhm. Dazu machen wir unsere Bratkartoffeln. Mhm. Praktisch die schnelle Küche heute wieder mal. Die haben wir schon einmal gemacht. Ja, genau, aber die funktionieren so super. Das ist so toll. Die Kartoffeln einfach in so 3-4 mm dicke Scheiben schneiden. Dann macht man die so quasi roh in der Pfanne, gell? Die macht man roh in der Pfanne, einfach ein bisschen Pflanzenöl oder Rapsöl. Du, aber das heißt, hast du sowas auf der Karte, ein Skrei? Ja, ein Skrei haben wir momentan auf der Karte. Genauso wie das jetzt ist mit dem Mascarpone-Spinat, mit so einer Orangenbutter und mit so einer kleinen Bratkartoffel. Fein. Das klingt richtig gut, da freue ich mich schon drauf. Gibt es irgendwas, die Stängel, ich tue die da jetzt nicht weg, ich heb die auf, weil da kann man ja einen Smoothie draus machen, oder? Also die Stängel kannst du wirklich da nicht schmeißen. Kann ich wirklich da nicht schmeißen, ohne das ganz ist so, schlechtes genau, also wie das Braune von den Karotten, das schmeckt einfach nicht gut. Okay. Was tust du da mit dem Weißbrot? Das Weißbrot haben wir jetzt ganz normal in den Mixer rein. Mhm. Dazu gebe ich Wasabi-Nüsse, das gibt eine schöne Schärfe und trotzdem eine schöne Frische. Okay. Und ein bisschen Petersilie. Okay. Und das wird dann so quasi wie die wie eine Kräuterkruste, mit die man normalerweise quasi mit Semmelbrösel machen wird, oder? Genau. Aber Semmelbrösel, das ist natürlich das Braune von Brot hat immer einen rechten Eigengeschmack. Ja. Deswegen mag ich das nicht so gern. Okay. Wir haben momentan ein total schönes Projekt bei dir, beim Göttfried, gell? Fürs SOS Kinderdorf. Sehr, sehr lässig. Kann man da was dazu sagen? Gefreut. Das kann man natürlich gerne was sagen. Bitte. Ja. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben unser bestverkauftes Produkt, unsere Blunzenmacki. Vorspeise. Und da nehmen wir jetzt einfach 3 Euro mehr auf Freiwilligkeit natürlich. Mhm. Und jeder, was das macht, kommt 1:1 die 3 Euro zu SOS Kinderdorf. Mhm. SOS Kinderdorf kann sich selber finanzieren, alles passt. Aber sie kennen zum Beispiel keine Besonderheiten, wie ein Ausflug oder irgendwas Schönes oder irgendwas. Und das Geld ist dann nur für das. Und was gibt Schöneres, wenn wir irgendwas schauen, dass die Leute gut geht? Ja. Und das hast du schön beschrieben, das ist quasi für den Zucker im Leben der Kinder. Also das obendrauf, was die extra schönen Erinnerungen macht. Absolut. Ja. Ah, sehr wichtig. Danke, Götti. Sehr gern. So, das mixen wir. Das passt perfekt. Mhm. So, Spinat ist gezupft. Das riecht jetzt richtig gut, so nach dem Wasabi und nach dem frischen Petersilie. Sehr gut. Spinat ist gezupft, das heißt, wir bereiten jetzt unsere Orangenbutter noch dazu vor. Mhm. Mehr ist mehr. Mehr ist mehr, genau. Gerade bei der Butter ist sehr, sehr wichtig. Du machen wir den Fisch im Ganzen oder tust du den portionieren? Nein, den portionieren wir. Der du könntest mal den, wenn du magst, zupfen erst einmal. Ja, sehr gerne. Da das ist sowieso Pinzetten meine absolute Lieblingsarbeit. Genau. Aber der ist doch eh schon so. Ich glaube, so 3, 4, 5, das sind genau die da. Die hast du jetzt aber nur drinnen lassen für mich, dass ich eine Aufgabe habe, gell? Ach so, schau, der ist schon zupft sogar. Das ist ja ein Service, der ist schon zupft. Maximarkt. Falls auch Sie bei Maximarkt einkaufen gehen wollen, wir haben einen 50-Euro-Gutschein zu verschenken. Schicken Sie jetzt eine Postkarte oder E-Mail und dann flattert vielleicht dieser Gutschein bald zu Ihnen nach Hause. So, ich portioniere. Aber du kannst gleich die Haut kannst gleich abziehen, bitte. Ja, und dann machen wir 4 schöne Stücke. Jawohl. Das schaut sehr gut aus, bitte. Und ganz ein wichtiger Tipp, stehen Sie immer links von dem Filetierer. Das Messer kommt in 3, 2, 1. Hey, perfekt.
Schau, aber wirklich nicht schlecht. Da. Super. Oder? Ist doch super geworden. Genau, aus der Haut machen wir noch einen Schurch und... Ein Stiefel. Geht sich gut aus. Was soll ich ganz kurz so, machen? Und du magst jetzt 4 Stickerl, habe ich das richtig? Genau, 4 Stickerl. Wobei man das hintere schaut, ja, damit das gleich groß ist, schneiden wir nur so ganz leicht ein. Ja. Ah, das ist ja geschickt. Genau. Und was mache ich mit dem da? Du musst schon ganz kurz da mit Orangensaft aufgießen, weil sonst wird mir das zu dunkel. Und zu der Orangenbutter gehen wir ein bisschen Verschü dazu. Ja. Verschü, das musst du jetzt erklären. Das ist was Verschü ist praktisch ein Wein aus unreifen Trauben. Ist ein guter Ersatz für Essig, ist viel milder. Verschü, grüner Saft, weil es aus grünen Trauben ist. Früher hat man das quasi als Essigersatz verwendet. Genau. Und man kann das aber auch sehr gesund aufspritzen mit Mineralwasser im Sommer als Getränk. Genau. Ist nicht gut. So, jetzt. Gut, das heißt, auf die Seite kommt die Misopaste, ja, auf die andere. Genau. Auf die Rückenseite. Irgendwas riecht so gut nach Orangen. Ist das meine Haut oder ist das? Nein, das ist die Butter. Das bin ich. Super. Ein Stückchen Fisch. Fein, fein. Jetzt stell dir das da wieder rüber. Ich trage dir mal schnell an, so ein Dings vor. Mhm. Dann kommt einfach die Paste. Also einfach so. Dings da drauf. Und dann anpressen? Das brauchst du gar nicht anpressen, weil das Wichtigste ist natürlich der Geschmack. Und der Geschmack kommt mit der Butter. Mit der Butter. Butter bei den Fisch. Butter bei, das ist jetzt Butter bei den Fische in praktisch live. Butter bei den Fisch. Das gibst du oben und drauf. Und da können wir 2 so Stücke laufen. Okay. Und mit garn den Fisch dann nur bei Oberhitze. Ich habe das Rohr schon vorgekocht. Ah, vorgewärmt meine ich natürlich. Ja. Du, und sag mal, das, was ich da jetzt gemacht habe, gibt es einen französischen Fachausdruck dafür? Mie de pain. Mie de? Mie de pain. Das heißt? Grot krummeln in Wirklichkeit. Krummeln? Mhm. Krummeln. Okay. Mie de pain. Mie de pain. Und das hält man länger oder? Wann ja, das ist überhaupt kein Problem. Das kannst du ganz normal wieder in den Kühlschrank stellen zum Beispiel. Das, okay. Da passiert nichts, das kann man hernehmen. Fein. Jetzt aber, rein damit. Bitte schön, Chef. Sehr cool. Mehr Butter geht nicht. Nein, mehr Butter geht nicht, aber das brauchen wir auch. Ja. Weil ein bisschen von dem Soft, aber dann am Schluss ein bisschen drüber, das wird mega. Köstlich. Schau, das kommt jetzt einfach nur bei. Gratinieren in den Ofen. Wahnsinn. Gut, da haben wir das, da haben wir das. Den Spinat wir das, machen den Spinat wir in der nächsten Runde. Können wir in der nächsten Runde machen, sag ich. Ja, machen wir ganz kurze Pause, dann wird der Spinat gemacht, der Fisch kommt aus dem Rohr und dazu gibt es ein frisches Bier aus der Bierregion Innviertel. Wir freuen uns. Bis gleich. Maxi-Fleisch, das heißt Top-Qualität für alle Fleischtiger. Wenn es ums Fleisch geht, ist nur beste Qualität aus Österreich gut genug. So kommen Fleischliebhaber garantiert auf ihre Kosten. Bestes Fleisch aus Österreich heißt Maxi-Fleisch. Exklusiv in ihrem Maxi-Markt. Maxi-Markt ist echt stark. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch, im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Zum Kochen da. Ewe Nanu. Die supermatte Küchenoberfläche mit Abperleffekt für unglaublich leichtes Reinigen. Die Schönheit der Alpen für die Küche neu entdeckt und veredelt zur Natursteinarbeitsplatte. Das neue Alpenwelt-Sortiment. Exklusiv bei Strasser. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt.
Und damit willkommen zurück bei Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio. Wir kochen heute Fish and Chips in Wahrheit. Fish and Chips, auf genau. Nordisch. Sehr speziell, es gibt Skrei. Es gibt Skrei, genau. Sag nur mal, was Skrei ist. Skrei ist unser Tiefseedorsch. Ja. Tiefseedorsch, der einfach nur in den Frühlingsmonaten aha, so weit an die Oberfläche kommt, dass man ihn überhaupt fangen kann. Okay. Also unser Orangen-Verschüttings ist etwas reduziert. Mhm. Da geben wir noch einen kleinen Hauch. Ein bisschen Petit Beurre. Ja, ein bisschen Beurre dazu. Unser Fisch ist mit einer Kräuterkruste im Rohr bei Maximalstufe 240 Grad. Schon, ja. Das fängt auch schon an, dass man da oben jetzt. Aha. Sieht man schon, dass das braun wird und dass der schon super schön gart. Toll. Gut. Das so, die Butter kann man reintun, bitte. Jawohl. Das zischt schon wieder, der Teufel. Hm. Spinat schaut jetzt sehr viel aus, aber das sind gerade einmal 3-4 Portionen, weil der geht gescheit zusammen. Nein, das ist so gemein. Weil wir heute schon mit dem grünen Essig arbeiten da praktisch. Ja, schön ist das. Stückchen von dem dazu. Und da kommt jetzt ein Löffel von dem Mascarpone dazu, bitte. Jetzt schon? Jetzt schon, genau. Gleich in die Mitte rein. Mm. Und den kann man dann richtig schön verrieren, da hat man so einen schönen Mascarpone-Spinat. Eieiei, das schaut ja gut aus. Jetzt seht ihr, das ist schick gefallen, das wird leichter. So, das heißt, ich schalte da jetzt ab schon. Ja, das kann man da ganz wenig reduzieren, weil der lässt ein bisschen Wasser. Okay. Und wir fischen unseren Fisch raus. Wieder Captain Iglo. Ohne Bord. Wow, fesch. Aber das war jetzt ganz kurz, das waren nicht einmal 10 Minuten, oder? Nein, und wir wollen auch nicht mehr, weil das muss richtig schön glasig sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Fisch da durch ist. Das stimmt. Toll. Ja, dann können wir das schon anrichten anfangen. Mm. Du richtest an, Götti, und ich habe Bier. Mm. Und zwar nicht irgendeins. Brauerei Ried war so lieb und hat uns was zur Verfügung gestellt. Und ich finde, es passt hervorragend. Es ist ein Pils. Es ist leicht bitter im Geschmack, aber okay, es hat eine zitronige Note. Und deswegen habe ich mir gedacht, wird das ideal zum Fisch dazu passen. Was sagst du? Ja, mit Orangenbutter und Zitronennote, mein lieber Scholli, das wird ja... Das wird absolut sensationell werden, jetzt klar. So. Wenn man die Kartoffeln weglässt und den Fisch weglässt, ist das das Lieblingsessen vom Popeye. Schau mal. Mussierende Kohlensäure steht so schön drinnen in okay, der Beschreibung. Zur Prost, bevor der Schaum weg ist. Ganz kurz nur die letzten Tropfen. Schau mal. Du musst sagen, der Schaum lassen, steht wirklich sehr gut, gell? Mhm. Mm. Gut, gell? Das ist sehr gutes Bier. Das ist wirklich sehr gutes Bier. Frisch, vollmundig. Wie beschreibst das du? Ja, eigentlich kommt es sehr gut hin, wie du sagst, mit einer schönen Bitterness und trotzdem mit dem Zitronentouch. Gut Sommerbier. Mhm. Ja? Ja, wichtig ist, dass ein Bier immer so eine schöne Frische hat, weil dann macht es auch nicht so satt. Ja, Riederpilz und jetzt der Fisch dazu. Boah, ist das schön geworden. Ich bin begeistert. Das war jetzt ganz normal Oberhitze, gell? Das war nicht nur mit der Oberhitze, wie gesagt, die Pfanne wird dann eh von unten selber heiß. Sag nur mal, was da auf dem Teller ist. Da haben wir heute ein Skrei, einen Tiefseedorsch mit einem Mascarpone-Spinat, mit Bratkartoffeln und einer Orangenbutter. Och, die Orangenbutter, das... Ah, farblich ist er. Farblich ist er. Und schau da auch, bitte. Ja, wirklich. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit, herzlichen Dank. Sollen wir beide probieren? Ja, sicher. Einen guten. Einen guten. Schau dir das an und das Fleisch. Und da sieht man jetzt auch, das ist perfekt gegart bis durch. Oh, ich bin begeistert. Mehr darf man nicht. Mmh. Hammer. Ist das gut? Ja, köstlich. Die Süße von der Orange, die Säure von Verjus. Mmh. Der Fisch. So zart. Du bist der Captain Iglo von Linz. Genau. In 4 Jahren lasse ich mir auch so ein Bord wachsen. Wird so lange brauche ich ungefähr.